Herzlich willkommen, liebe Kryptofreunde und Mining-Enthusiasten. Ich bin's wieder, euer Mr. Mining. Heute das Thema der Wucher auf den Gebraucht-GPU-Markt. Ich habe immer wieder das österreichische Portal Willhaben empfohlen, wenn es um den Thema Antminer geht und auch gesagt, man hat hier gelegentlich eine Chance, eine einzelne GPU auch zu teilweise noch recht akzeptablen Preisen zu kaufen. Aber ich habe dann noch ein bisschen mit der RX 6800er XT ein bisschen herumgedoktert, weil das dann nach 2-3 Stunden Mining dann doch nicht so rund gelaufen ist. Ein Fehler gekommen ist und ich habe dann meine übliche Routine gemacht und wieder mal den Markt durchstöbert, weil ich auch teilweise gelegentlich auch selber das eine oder andere Utensil anpreise. Aber hierfür habe ich mir gedacht, mache ich jetzt ein Video, weil es gibt irgendwo Grenzen und ich verstehe dann auch, dass mich viele Leute immer wieder anschreiben, wo kann man was bekommen oder habe ich was für ihnen, weil da macht dann das für einen Krypto-Bergmann keinen Spaß mehr. Wir haben eine überzogene Marktsituation. Das ist sicher außergewöhnlich und nicht mehr normal. Wir sprechen jetzt jenseits von 100% Aufschlägen bei den Grafikkarten, teilweise bei den Antminern auch nicht wirklich viel besser. Aber hierfür mache ich jetzt ein Video und mache mit euch gemeinsam ein paar Preisanalysen, die was ich absolut nicht mehr korrekt finde. Ich bin auf den österreichischen Portal Willhaben. Ich habe den Suchbegriff Miningrig eingegeben und nachdem ich doch, weil ich schon jahrelang hier im Crypto-Space und vor allem auch auf Willhaben unterwegs bin, den einen oder anderen Verkäufer schon selber miteinander kommuniziert habe. Deswegen ist mir heute eine Verkäuferin, ich vermute, dass eine weibliche Person dahinter ist, über den Weg gelaufen. Das ist, der Name soll jetzt bitte verdunkelt werden. Hier geht es darum, die gute Dame, ich vermute es, hat P106 Karten mit 6 GB, die schaffen maximal 26,7 MHz, relativ akzeptable Wattwerte, das ist ja alles soweit in Ordnung, aber wenn du dann schaust, dass eine Privatperson 40 Stück 42 MHz Mining Farm Rigs das Stück um 4000 Euro offeriert, ist dann irgendwann der Spaß schon zu Ende. Erstens einmal handelt es um die P106-Karte, das ist eine 6 GB-Karte, die war schon, ich glaube, die Release vor 6 Jahren hatte. Da muss man wirklich sagen, Freunde, das geht zu weit. 240 MHz, natürlich kannst du hier noch EtherHash abbauen, aber bitte vergiss nicht die DAC-Size, also die Größe der EtherHash-Blockgröße ist jetzt auch schon mal 4 GB, knapp 4,2 GB. Und mit dieser 6 GB Karte wirst du nicht mehr wirklich lange Freude haben. Das nächste ist, diese 6 GB Karten haben nicht wirklich viel andere Alternativalgorithmen zur Auswahl, dass du eben vielleicht dann kein PoW für Ravencoin oder dergleichen heranziehen kannst, geschweige denn die anderen Algorithmen, wo zum Beispiel Greencoin zum Schürfen sind oder der Beam oder Wordcoin und wie sie alle heißen. Hier bist du sehr eingeschränkt von Leistungsportfolio, weil doch durch die Bank diese alle auf EtherHash optimiert sind. Also das ist jetzt für mich dann nicht mehr in Ordnung, wenn man sagt, das ist ein 6 GB Rig mit 240 MHz. Hier wäre meines Erachtens wirklich das oberste Preissegment und hier muss schon einer verzweifelt sein, dass er unbedingt sich einen Mining-Rig erwerben muss bei maximal 3000 Euro, wobei 2,5 ist meines Erachtens hierbei schon die höchste Schmerzgrenze, die zu erwarten ist. Wir reden da von 6 GB Karten, die was nicht mehr state of the art sind. Hier hat einer RX 570er mit 4 GB natürlich, da kannst dann auch Ravencoin schürfen, aber das ist mit 1600 Euro jetzt auch kein Schnäppchen. Das ist ja auch ein absoluter Wucher. Ein 250 MHz Mining Rig mit 8 GB RX 570er Karten. Ich habe so ähnliche Rigs vor kurzem in kleineren Stückzahlen verkauft. Die sind bei mir im Schnitt um teuerstenfalls 3200 Euro über den Tisch gegangen und die Leute haben bei mir den kompletten Support, wenn da irgendwas kaputt geht und dergleichen. Ich habe da ein paar GPUs sogar noch auf Spare auf Lager, weil das einfach eine sehr überhitzte Marktsituation ist. Aber das ist absoluter Wucher. Das ist irre, das ist schon wirklich Frechheit. Das kann man so nicht in Ordnung gehen lassen. Deswegen mache ich hierfür ein Video und ich verstehe alle Leidtragende da draußen, die was auch gern Teil dieses ganzen Crypto-Mining im GPU-Bereich sein wollen. Hier hat man ja wirklich keine Chance mehr und das macht dann auch keinen Spaß mehr. Auch wenn man die aktuelleren Karten her, mir ein Rig mit RTX 3070er, der traut sich da 11.500 Euro zum Offerieren. Man, das ist
auch wenn die 3070er die Release voriges Jahr im Herbst hatte, ist das absolut nicht mehr nachvollziehbar. Erstens einmal ist das ein bunter Malkasten von verschiedensten Karten, die er zusammengetragen hat. Das geht so nicht mehr in Ordnung. Diese Karte hat ursprünglich im Herbst, ist die gehandelt worden, 700-800 €. Es gibt genügend Leute, die was da mit dabei waren. Das heißt, er hatte auch eine gewisse Zeit schon geschürft damit. Es ist jedem natürlich sein freies Recht, dass er die Marktsituation ein wenig zu seinen Gunsten ausnutzt. Aber hierfür muss ich sagen, das ist dann nicht mehr nachvollziehbar. Das ist nicht mehr gerecht. Das funktioniert so nicht mehr. Hier dasselbe mit die 340 Megahash, auch wenn die RX 5700 XT doch ein aktuelleres Modell ist. 8.000 €, das ist nicht mehr in Ordnung. Das Einzige, wenn da klicken wir jetzt mal drauf, was haben wir hier im Programm? Hier haben wir RX 580er Karten. Ich gehe davon aus, ich hoffe es für denjenigen, dass es 8 GB Karten sind. Nein, im allen Ernst, wir sprechen von 4 GB Karten, meine Freunde. Man, das ist gestört, 4 GB Karten, das ist nicht mehr State of the Art, da wirst du nichts mehr. Da jetzt knapp 4.000 € ist ein Wucher vorn Herrn. Da regt sich sogar der Mr. Mining auf, weil das nicht mehr okay ist. Was haben wir da? Da sind wieder P106 Karten. Das werden wahrscheinlich die 6 GB Varianten sein. Das ist einfach nicht mehr State of the Art. Diese Karten haben im Schnitt 2-3 Jahre Laufzeit hinter sich. 6 GB, die DAC-Size ist da bald einmal erreicht. Da kannst du nicht einmal wahrscheinlich Ethereum Classic mal ewig schürfen. Das könnte man hochrechnen. Vielleicht wenn wir hierzu ein Video machen. Aber das geht nicht. Bitte, Freunde, lasst die Finger davon. Was ist hier im Programm? RTX, die 3060er Ti, 2080er, das ist der Vorgänger, zwar die Ti, was fast identisch ist mit der 3060er von den Hash-Werten. Das Einzige ist diese 3080er, was da ein bisschen ins Auge sticht, aber wir haben einen bunten Farbmalkasten an Grafikkarten und ich sage immer, ein Mining-Rig sollte wenigstens maximal 2 verschiedene Typen vom Hersteller bzw. Boardpartner haben. Das heißt, du nimmst mir aus 3060er und 3070er, wenn du ein 6er-Rig baust, 3 auf 3 Stück. Aber das ist hierfür da 6.000 € ist hier nicht angebracht, weil die 3080er ist noch vor kurzem um 1.200 € gehandelt geworden. Ich habe hier, egal jetzt wo wir hinreden, das ist Wahnsinn. Und da werden wir das Video auch bei diesen Kollegen hier am Ende haben, dass wir alle ein wenig zum Lachen haben. Mining Rig, alle Karte 8 GB, 20.000 €. Mining Rig funktioniert alles, 18 Grafikkart platzt noch. Für 6 Grafikkarten hat das Rig alle in ein Rig, 3 Netz, Gerät, 2 Board gebraucht. Kein Granti, kein Rückgabe. Ich schätze mal, das ist der Herr Kollege Privat und er hat wenigstens 8 GB RX580er Karten. Nur wenn man das jetzt hochrechnet. Das Deutsche ist natürlich schon ein bisschen lustig, aber das wollen wir jetzt nicht übel nehmen. Wir wissen, um was es geht, dass es hier null Garantie gibt, keine Rückgabe und es gibt angeblich einen Platzmängel. Deswegen wird hier verkauft. Ja, weil es einen Platzmangel gibt, wird man dann 20.000 € 18 Stück RX 580er Karten verkaufen. Ziehen wir kurz unseren Kollegen einen Taschenrechner beiseite. Wenn wir sagen, der teuerste Preis für eine 8 GB liegt irgendwo bei 850 €, das ist eh schon utopisch. 57 ist locker noch zu erreichen bei dieser komplett angespannten Marktsituation. Wir rechnen das Ganze im 18 Stück, sind wir über 15.300 €. Und das ist ja absolut schon schwerstens überzogen. Diese Karte müssen wir jetzt schauen, von diesem Typ her, die wird locker schon mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr auf dem Buckel haben, wenn hier keine Fotos von den Karten sind. Wahrscheinlich sind diese Karten durchaus auch schon 2 Jahre alt. Also nichtsdestotrotz, das hat hier nichts mehr mit Gebrauchtverkauf, Privatanzeigen oder dergleichen zu tun. Liebe Mining-Freunde, irgendwo hört es sich auf. Es soll jeder ein wenig Geschäft machen und auch diese Situation ausnutzen. Aber da sind irgendwo Grenzen gesetzt. Das kann so nicht gut gehen. Bitte, meine liebe Mining-Freunde, halten wir durch in diesen schwierigen Zeiten. Ich glaube durchaus, dass wir im Juni, Juli doch mit anderen Marktverhältnissen rechnen müssen, weil es wird da bei Ethereum was passieren. Und das Nächste, man darf bitte nicht vergessen, diese ganzen Karten, was hier zu extrem überzogenen Preisen offeriert werden, haben in der Regel
keine Performance in andere Algorithmen. Das heißt, du kannst da nur EtherHash und EtherCash meinen, also Ethereum und Ethereum Classic. Und bei den ganzen anderen Algorithmen sind diese RX570er und wie sie alle heißen, die P106 und das ganze Zeugs, was ich euch jetzt gerade da gezeigt habe, nicht wirklich stark von der Performance. Da haben ja teilweise nicht einmal die neuen RTX-Karten viel am Kasten. Wenn man das zum Beispiel nur beim Cupco mit dem unsere, die, was ich da habe, diese alten Radeon Nano Fury X, was ja wirklich alte Kollegen sind, das ist ja alles, bitte beobachtet es. Wir werden vielleicht da echt Update-Videos machen. Ich muss schauen, was die anderen deutschen Kollegen da schon am Start haben, aber das bitte funktioniert so nicht. In diesem Sinne eine kleine Marktanalyse, was auf dem Gebrauchtmarkt in Willhaben zurzeit so passiert. Ist eigentlich eine tolle Plattform. Man findet immer wieder auch recht akzeptable Angebote. Hierfür ein paar Beweise. Und ich gehe da nicht in die Länge. Das Ganze geht über 4 Seiten so dahin. Und wurscht, ist alles nur mehr verhaltensgestört. Ich verstehe, dass dann ein gewisser Frust ist. Aber irgendwo muss man schon sagen, muss man Grenzen setzen. Ich sehe jetzt hier gerade ein Angebot mit 5 Stück 5700 XT mit 260 Megahash und 7000 Euro. Bitte, liebe Mining-Freunde, wenn es momentan nicht der Fall ist, nehmt das Geld, lögt es auf der Kryptobörse, kauft euch vielleicht zu 50% eine Assets, dass ihr auch bei den Coins mit investiert seid. Ihr könnt, selbst wenn Ethereum jetzt 50% Preiseinbruch machen würde, würdet ihr nicht dieses Minus produzieren, was ihr wahrscheinlich hier mit der Anschaffung von dieser Hardware produzieren würdet, weil das einfach nicht mehr in sich geschlossen ist. Das ist so einfach nicht in Ordnung. Ich hoffe, ich habe dir heute ein wenig Input auf der Reise mitgegeben, dass Willhaben nicht immer das optimale Portal ist, wenn solche überteuerten Offerte da ihnen offeriert werden. Und ich hoffe, ihr habt die Chance, dass ihr irgendwo eine Karten findet. Aber ich würde sagen, haltet noch ein wenig durch. In Juni, Juli werden die Karten relativ neu gemischt. Da kommen eben diese Ethereum-Updates raus. Und ich kann euch eines ziemlich fix garantieren. Diese Karten, was ich euch jetzt vorgestellt habe, werden euch dann auf gut Deutsch noch geschmissen, weil die nur für EtherHash und EtherCash geeignet sind. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und hab viel Spaß beim Suchen eures Schiffgerätes. Euer Mr. Mining. Tschüss, Baba.